einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Auf dem Weg zum Dings da hier. Zum Zwiebelfeld. Um mal da noch zu unterstützen, weil das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe mit der Agrargenossenschaft Nord-Süd. Da stocken ein bisschen die Arbeiten, würde ich fast behaupten. Und dass es mal ein bisschen flotter geht. Fahre ich mal jetzt noch hierher und helfe damit. Wirklich den kleinen Anhänger da, den kleinen Trecker da vorne dran stehen, ey. Ja, warte mal. Servus. Servus. Du, beim Abstellen die Hydraulik entlasten, nicht vergessen. Ja. Nur ein bisschen aufpassen bei dem schweren Ding. Das ist mal ein Koloss, wa? Das nenne ich einen Koloss. Ja, bist du voll? Nö. Ja, dann mach weiter. Machst du hier Pause, ey. Hast du den Stützfuß vergessen auszufahren, Volker? Ach Gott. Eigentlich egal, ich will den eigentlich sowieso gleich wieder dran machen. Was? Ich muss gerade mal 1000 Euro an Red 6 überweisen, mein Trecker ist fertig. Volker. Ja. Mein neues Wasserfass steht schon auf dem Hof. Schön. Das große. Das heißt, auch wenn du dann Wasser brauchst, kann ich dir es auch bringen. Wir müssen ein bisschen die optimale arbeiten. Das sieht im Moment nicht gut aus, was wir da leisten. Ja. Fuck, mein Träger ist auch gleich schon drin. Hast du ein Dieselfass am Hof? Nein. Scheiße. Da sind noch 60 Liter drin. Oh oh. Hallo? Ja. Jo, wo bist denn du? Gerade am Wolle-Paletten aufladen. Okay. Wie viele hast du davon?
10 Stück. 10 Paletten. Okay. Okay. Hast du irgendwie Gabelstapler bei dir oder irgendwo, womit man das leicht verladen kann? Ja, ich habe beim Kartonwerk steht ein Trecker mit Frontlader, mit Gabel und beim Sägewerk steht ein Manitou. Naja. Aber wieso willst du das? Wie verlädst du denn? Ich versuche da auch gerade mit Traktor aufzuladen. Das ist auch älter. Ja, geht Danach ja. geht die Zinke nicht mehr richtig, ich weiß, die eine ist halt ab. Zum Reparieren schicken. Das Frontlader ist auch nicht gerade möglich. Also, das Okay. war schon. Das ist auch schon das Hydraulik raus. Und dann, ich mache mich sobald wieder an die Arbeit, sobald ich umfertig bin, ich muss um meine Füße noch wieder Ja, kümmern. ja. Oh, was ist denn jetzt hier los? Jo, mach das. Gut, wisst ihr mal. Jo. Wenn du, warte mal, wenn du kommst, kannst du dann, mit was fährst du dann wieder runter? Mit meinem LKW und dem Plattformanhänger, den ich noch dran habe. Okay. So. Gut. Nee, passt. Gut, bis dann mal. Ciao. Muss näher ran. Ja, fahr das Ding runter. Das ist doch aus. Ist schon ganz unten. Ja, weiter ausgefahren geht nicht. Gut. War mal gerade ein Dieselfass holen. Jo. In der Zwischenzeit ernte ich weiter. Irgendwie geht mir der Stress auf den Geist, muss ich ganz ehrlich sagen. Klingelingeling. Hallo, ist der Ja. Neumann. Jo, du, ich stehe hier unten beim war gerade beim Dings hier. Ja. Bei mir mit Südost. Ach so, ja, da war noch was, ne? Ja. Ey, das Ding steht schon seit 3 Tagen draußen. Da, Oder fast du! eine Woche. Och, Verliert an nee. Wert, Witterung, Rost. Ja. Ah, nee, nix, ja. Ich verlass mich da auf dich. Du sagst ja, am nächsten Tag holt ihn gleich jemand ab. Nix ist Ja, passiert. war ja auch so geplant. Pläne sind gut. Ja, finde ich auch. Jo. Lass das Ding mal abholen, bitte. Ja. Ciao. Da. Hey, du bin beim E. Hey, die Sämaschine, die sollte schon vor über einer Woche weg. Nach Silvester hat er gesagt, hol das ab. So, fahren wir an den Hof, holen unser Dieselfass. Vielleicht muss ich auch nochmal Diesel tanken, ich weiß es gar nicht. Auch nochmal nachgucken.
Schauen wir mal gleich, wie viel noch im Tank fast drin ist. Ich glaube aber fast nichts mehr. Ich musste ja den Drescher schon tanken. Den Manitou komplett voll. Ja, viel kann da nicht mehr drin sein. Ich muss mal gerade überlegen, wie viel Geld ich eingenommen habe. 10.000. Dann habe ich noch. Was habe ich denn noch für Geld gekriegt? Ich habe einiges an Geld gekriegt eigentlich. Fünfzehntausend für Eier. Irgendwas? Oder war es das? Ich glaube fast, dass es das war. Bitte. Naja, schauen wir mal. Was habe ich denn noch verkauft? Ich dachte, ich hätte noch mehr Geld eingenommen. 25.000 passt eigentlich auch zu meinem Kontostand. Ich hab 9.000 bezahlen müssen. Ich weiß es nicht mehr. Naja, schauen wir mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo und einen Kommentar schauen, freuen. Ich muss mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, gerade ist ein bisschen die Luft raus bei mir. Ärgert mich ein bisschen, dass so viel. Das muss alles auf Paletten. Es ist mega anstrengend, die Paletten jedes Mal zu verladen. Ja. Das ist ein bisschen heftig. Aber naja. Mal gucken, wie es nächste Woche aussieht. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.